Die Mädels haben vorgeschlagen, wenn dir zu heiß ist, kannst du auch dein Hemd ausziehen. Ach, das ist nett. Ja, sagt bestimmt nie eine Frau. Nee. Ist klar, okay. Sag mal, ich habe bei deinem Twitter-Account gesehen, irgendwie Italien, Deutschland, Hockenheim, New York, Ibiza und das glaube ich so gefühlt in den letzten 3 Tagen. Ja. Wusstest du heute Morgen, als du aufgewacht bist, wo du bist? Ja, wusste ich. Ich war halt so aufgeregt oder ich habe mich so darauf gefreut, auf dieses Event, dass ich das ganz genau wusste. Ehrlich? Ja, ja. Okay, alles klar. Pass auf, 10 kurze Fragen, 10 kurze Antworten. Okay, sehr gern. Welcher Trend bei dir fandst du voll daneben? Trend bei mir? Oder allgemeiner Trend? Oh, ich war nie so ein Trendsetter. Ich bin immer so ein Mitläufer gewesen. Ne? Deswegen war da immer nichts dran verkehrt. So die, man hatte es immer so, bei den anderen habe ich mir das immer abgeschaut und dann lag ich nie verkehrt. Welchen Promi findest du richtig cool? Promi? Oh, gute Frage. Keine, nächste Frage. Welches Körperteil magst du an dir vielleicht nicht so gerne? Welches Körperteil? Meine Füße sind sehr groß. 46. Zu groß? Ja, können ein bisschen kleiner sein, weil das tut immer weh, weil auf den Jobs gibt es immer 44, 45. Und auf dem Catwalk genauso. Und das ist manchmal ein bisschen nervig, aber nicht der Rede wert. Du heißt Lars. Hättest du gerne einen anderen Namen? Nee, ich finde meinen Namen ganz cool. Kurz und knackig. Nordisch gut. Ne? Nordisch gut. Hamburger Jung. Ja, genau. Okay. Mit wem der hier Anwesenden hättest du gerne mal ein Candlelight-Dinner? Also nicht nur wir Mädels, sondern überhaupt hier auf dem kompletten Gelände. Ein Candlelight-Dinner? Habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Am besten mit allen. Einmal durch. Gute. Hattest du schon mal so einen ganz normalen Job? Einen ganz normalen Job? Nee, ich habe direkt nach dem Abitur angefangen mit Modeln und habe ein bisschen nebenbei gejobbt während der Schulzeit, um ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Mit was denn? Ich habe mal bei Mercedes gearbeitet in der Werkstatt und habe da so ein bisschen geschraubt. So richtig mit dreckigen Händen? So richtig, ja, genau. Was war denn deine größte Modepanne, wenn es die überhaupt gab als Model? Modepanne? Wie bei mir selber? Oh, es gab. Das ist immer schwer zu sagen. Ich fand das eigentlich immer ganz in Ordnung, was ich so anhatte. Bei welchem Song, weil es geht ja auch um Music heute, bekommst du denn Sommergefühle? Wir haben ja nicht gerade super Sommer. Oh, da fragst du mich jetzt was. Sommergefühle? Nächste Frage bitte. Wohin würdest du dir vielleicht am ehesten noch Botox spritzen lassen? Unter die Achseln. Weil? Weil man immer so viel schwitzt hier. Wie sind deine Maße? 90, 60, 90 und das andere Bein auch. Alles klar. Wie lange hast du heute für Styling gebraucht? Das habe ich gestern Abend schon gemacht. Natürliche Schönheit. Ich war prepared. Ich hatte einen ziemlich frühen Flug heute Morgen. Das lag auch schon alles recht. Gestern Abend noch Hemd gebügelt, Hose gebügelt. War vorher noch shoppen, habe mir mein Outfit zusammengekauft und das ging eigentlich, ich bin in and out. Also ich bin immer sehr schnell, wenn ich alleine unterwegs bin, geht das super schnell. Augencreme benutzt? Nee. Nicht? Mhm. Respekt. Du hast ja einen echten Traumjob. Sag mal wenigstens 3 Sachen, die irgendwie ein bisschen schlecht sind an deinem Job. Ja, dass man so ständig auf Abruf ist. Man kann teilweise schlecht planen. So. Und ja, dass man viel alleine unterwegs ist, manchmal gut, manchmal schlecht. Manchmal hat man auch so ein bisschen Zeit für sich selber, ist gar nicht so verkehrt. Und ja, Jetlags, ne? Das ist nervt. So wie heute? Nee, heute ist alles gut. Ja. Bist in Deutschland aufgewacht und warst gestern schon in Deutschland? Genau. Okay. Du bist von wahnsinnig hübschen Mädels ständig nur umgeben. Nee? Nö. Viele Jobs auch alleine. Und oder mit anderen Jungs. Ah, okay. Aber du siehst ziemlich viele hübsche Kolleginnen zumindest. Ja. Wie ist das so? Kann man da überhaupt noch, also wenn man mal Kaviar probiert hat sozusagen, kann man da noch Leberwurst genießen? Ja, kann man. Wenn man möchte, bestimmt. Magst du Leberwurst? Ich mag Leberwurst, richtig gerne. Okay, alles klar. In und out. Hä? In und out. Also ein Ding, was in ist, ein Ding, was out ist. Modetechnisch. Ich weiß nur, was in ist. Chinohosen. Finde ich in. Trage ich heute auch. Ach was. Ja. Und out? Was ist denn out? Dünne, irgendwas habe ich gelesen. Ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet. Out ist Brillen mit dünnen Gestellen. Geht, oder? Geht, super. Bist voll im Trend. Alles klar, ich danke dir. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Mehr Infos auf swr3.de.